Der aktuelle Nissan Leaf bietet zu den Abmessungen eines Kompaktwagens ein Elektrofahrzeug für den Alltag an. Die 30 Kilowattstunden Batterie gibt nach durchladener Nacht bei 100% Ladezustand eine effektive Reichweite von knapp 200 Kilometer an. Normal gefahren, auch bei Autobahntempo, Tempomat zwischen 105 und 110 eingestellt, werden diese 200 Kilometer sogar mit einem kleinen Zuschlag auch tatsächlich erreicht. Damit kostet eine komplette Batteriefüllung an der Haushaltssteckdose ca. 9 Euro für 200 Kilometer. Der Nissan Leaf ist nicht das erste voll elektrisch zu fahrende Fahrzeug, was ich bewegen konnte. Aber in den mir zur Verfügung stehenden 2 Wochen möchte ich auch die Ladeinfrastruktur testen. Bei meinem örtlichen Energieversorger habe ich mein Handy über Tank E registriert und kann damit zumindest noch aktuell kostenlosen Strom beziehen. Diese Möglichkeit habe ich tatsächlich einmal genutzt, weil ich zu einer Tagesreise den Leaf an einer für Stromer reservierten Parkplatz am Bahnhof geparkt habe. Ein anderer Versorger, Innogy wiederum, bietet Verträge an, die das Budget mit einer Zeitpauschale, Wochentarif, Zweiwochentarif, Monatstarif und normal nivellierten Kosten für die Kilowattstunde belastet. Der ein oder andere Discounter liefert zurzeit noch kostenlos, ebenso Tank und Rast auf der Autobahn. Das System von Ladenetz und Charge Now, über dessen Karte mein Testwagen verfügt, erschließt sich mir leider noch nicht. Trotz Nachfragen beim Händler warte ich leider immer noch auf erhellende Antworten. Zumindest angeschlossenen Nissan-Händlern versorgt mein Leaf deutschlandweit mit Strom. Mein Fazit nach 2 Wochen und insgesamt über 1000 gefahrenen Kilometern. Innerhalb des 100 Kilometer Radius bewegt, ist der Nissan Leaf auch heute schon eine zwar relativ teuer in der Anschaffung versehene Alternative, die jedoch schon vollelektrisch überzeugt. Ohne Wenn und Aber. Größere Distanzen sind aktuell immer noch mit einem etwas größeren Restrisiko versehen, aber geplant auch zum heutigen Zeitpunkt schon machbar.